Hallo ihr Lieben, hier wieder bei Anjas Gartenreich. Schön, dass ihr wieder dabei seid. Ja, ihr Lieben, in diesem Video geht es wieder um die Gartenarbeiten jetzt im Oktober. Es gibt noch ganz viel zu tun, auszusehen, winterfest zu machen und so weiter und so fort. Das wird mich jetzt den ganzen Oktober noch beschäftigen. Einen richtig krassen Frost hatten wir noch nicht. Das finde ich richtig gut. Und es gibt auch wieder ein paar Tiergeschichten. Also bleibt dran, seid gespannt und wir sehen uns wie immer gleich nochmal wieder. Im letzten Video hatte ich ja schon angedeutet, dass es nochmal um die Hühner gehen soll und warum die jetzt zurzeit keine Eier legen und wir tatsächlich kaum Eier zurzeit haben, obwohl wir so viele Hühner haben. Und das liegt an der Mauser und ich gebe denen jetzt immer zusätzlich noch ein bisschen Quark mit Haferflocken, Buchweizen, Sonnenblumenkern, um sie einfach zu stärken und zu kräftigen. Denn die Hühner, die mausern einmal im Jahr und bekommen dann neue Federn, ihnen gehen die Federn aus, manche sehen auch echt kläglich aus. Und die bekommen dann ein neues Federkleid und brauchen dann ihre ganze Kraft natürlich für sich. Der Körper erholt sich und wir haben es ganz oft so, dass die älteren Hühner wirklich bis ins Frühjahr dann keine Eier mehr legen über den ganzen Winter. Also wir haben jetzt hier von unseren älteren Hühnern im Winter vielleicht in der Woche mal ein, zwei Eier. Das ist wirklich nicht viel. Und deswegen ist es mir auch so wichtig, dass ich jedes Jahr Junghühner habe, denn die beginnen dann meistens im Herbst wieder zu legen. Und so haben wir halt dann auch über den Winter immer mal ein paar Eier. Und im Frühjahr, dann meistens im März, April, geht es dann wieder richtig los und dann ist Eiersaison. Und dann gibt es bei uns halt viele Eierspeisen wie Plinsen, also Eierkuchen und so weiter. Und wir backen dann wieder vermehrt Kuchen. Und jetzt im Herbst und im Winter ist es eben wirklich weniger. Viele fragen mich nämlich immer, wir haben doch so viele Hühner, wie viele Eier haben wir denn überhaupt von den Hühnern? Und die sind dann immer ganz perplex, wenn ich sage, ja, zur Zeit haben wir wirklich ganz, ganz wenig Eier. Vielleicht, wenn es hochkommt, eine Packung in der Woche. Ja, genau. Und bis die Mauser durch ist, auf jeden Fall legen die jetzt erstmal nicht. Wer noch ganz gut auch im Winter legt, das sind unsere kleinen Seidenhühner. Die zeige ich euch dann später auch nochmal. Und wie gesagt, hier die Althühner, die müssen sich jetzt erstmal ein bisschen ausruhen und wieder Kraft schöpfen. Und ich habe auch gesehen, dass einige meiner Althühner so ein bisschen Probleme haben mit Kalkbeinmilben. Wenn ihr da noch einen guten Tipp habt, vielleicht ein besonderes Öl, was ich da auftragen könnte, dann schreibt das gerne mal in die Kommentare rein, denn die möchte ich gerne auch noch dagegen behandeln. Und in der Zwischenzeit laufen unsere Flugenten hier schon wieder Runden und die genießen ihre Freiheit. Tja, und ich möchte euch nochmal die Junghühner zeigen, denn wir haben jetzt alle unsere Junghühner, die wir dieses Jahr gebrütet haben, auch zusammengepackt. Das heißt, die älteren Junghühner von unserer Mischlingsgruppe, die wir ausgebrütet haben, und die jungen Blumenhühner, die sind jetzt alle hier in dem Winterauslauf und in 3 bis 4 Wochen kommen dann auch die Althühner wieder dazu. Dann machen wir den kompletten Auslauf auf und dann sind alle Hühner wieder zusammen hier in diesem Auslauf. Wir werden es aber wahrscheinlich auch wieder so machen, dass wir die Hähne separieren, weil es einfach wieder so, so viele Junghähne sind, die wir haben. Und die werden wir dann wahrscheinlich separieren und wieder auf der Streuobstwiese separat in einer reinen Hahnengruppe halten, weil die sonst einfach wieder zu viel Stress in die Gruppe reinbringen. Die werden jetzt geschlechtsreif, die großen Hähne, und die fangen jetzt an, auch schon die Hennen zu besteigen, hier auch die Junghennen. Und die werde ich dann alle rausnehmen. Es ist nicht so, dass die sich jetzt unbedingt sehr viel streiten, die Hähne, aber sie bedrängen eben die Hühner sehr stark. Und ja, das bringt einfach sehr viel Unruhe in die Gruppe rein. Und ihr seht ja, es sind relativ viele
Junghühner, die wir dieses Jahr wieder haben, aber wie gesagt, zum großen Teil Hähne. Und wenn wieder Leute fragen, warum wir so viele Hähne haben, ja, weil wir unsere Eier alle selber ausbrüten. Das heißt, mit Hilfe unserer Glucken brüten wir die Eier selber aus und man kann sich ja leider das Geschlecht nicht raussuchen. Das heißt, es sind ja immer Hähne und auch Hennen dabei. Dieses Jahr hatten wir wieder Hahnenüberschuss, ungefähr 70% Hähne und 30% Hennen. Und bei insgesamt, glaube ich, um die 20 Jungtiere kann man sich ja dann ausrechnen, wie viele Hähne dabei sind. Also auf jeden Fall um die 12 bis 15 Hähne haben wir dabei bei den 20 Jungtieren. Das ist schon eine ordentliche Menge. Und da sage ich jetzt auch nochmal wieder und gebe das in die Runde raus, wer einen schönen Haus- und Hofhahn noch sucht. Ich möchte die Hähne immer gerne lieber vermitteln. Ansonsten werden wir dann ab November anfangen, uns auch einige Suppenhähne dann schon mal rauszunehmen. Ja, so sieht's aus. Das ist auch ein Thema der Selbstversorgung und wir essen noch Fleisch. Und wir lieben es auch im Winter, eine gute stärkende Hühnerbrühe auch mal zu haben, schöne Hahn uns zuzubereiten. Und das werde ich euch auch in einem Video zeigen, im November wahrscheinlich. Werde ich euch dann mal zeigen oder auch mal ein Video machen vom Ei bis zur fertigen Hühnerbrühe sozusagen, wie wir da vorgehen. Also mit dem Brüten aufziehen und alles drum und dran. Bis hin zum fertigen, ja, zum Suppenhahn eben. Und ich kann euch sagen, das ist wirklich ein super Fleisch, auch weil unsere Tiere natürlich sich viel bewegen und auch sehr viel Zugang zu Grün haben. Und das ist natürlich immer ganz, ganz wichtig, die Tiere artgerecht zu halten und so weiter, ist ja klar. Genau, so sieht es jetzt aus. Ich bin sehr, sehr zufrieden wieder mit unserer Aufzucht, mit unseren Tieren. Sind alle super gesund, super schöne Tiere und ich bin darüber sehr, sehr dankbar, dass das bei uns immer so gut klappt. Tja, nun gleich nochmal zu den Seidenhühnern. Da wollte ich euch im letzten Video schon zeigen, dass ich ja den rechten Hühnerauslauf bei den Seidenhühnern hier, den habe ich ja neu eingesät mit Sonnenblumen und auch mit Kleegrasmischung. Und da habe ich mir jetzt immer regelmäßig ein bisschen Kaninchenfutter schon rausgeerntet. Gerade in den heißen, sonnigen Phasen, die wir ja wieder hatten im Sommer, war das auch eine gute Möglichkeit, hier Kaninchenfutter zu ernten. Und dann habe ich jetzt eben auch die Hühner, die ihr schon links im Bild seht, dort hinübergelassen. Denn das war eigentlich der Hauptgrund, das hier so grün einzusehen, damit die Hühner natürlich auch wieder mal auf grünes Gras kommen und hier Grünzeug zu fressen haben. Und das funktioniert dann so ähnlich wie so ein Wechselweidensystem. Ihr wisst vielleicht noch, wenn ihr meine Videos schon länger schaut, dass wir hier auf der Seite auch mal die Sachsenhühner drin hatten. Wir hatten ja hier extra zwei Ausläufe für die Hühner gebaut, damit wir so Zuchtgruppen halten können. Immer ein Hahn auf 5 Hennen, damit wir eben reine Sachsenhühner brüten können und eine Erhaltungszucht machen können. Davon bin ich aber komplett weg. Und jetzt war eben dieser Auslauf komplett leer und deswegen habe ich gedacht, super, dann mache ich so eine Art Wechselweidensystem mit den Seidenhühnern hier. Das bedeutet, ihr seht ja, wie nackig der Auslauf ist. Wenn der links der nackig ist, kommen sie dann rechts in den neuen Auslauf und dann kann ich den linken wieder neu bestellen und da auch wieder was reinsehen. Und so können sie halt immer mal auf was Grünes und mal nicht und so geht das immer hin und her. So war es gedacht. So ist es auch noch gedacht und jetzt zeige ich euch nur mal ganz kurz, wie ich die jetzt hier eben umgepackt habe, wie die dann rübergelaufen sind in den anderen Auslauf. Und wir haben auch vor, noch an der angrenzenden Wiese hier, die hier angrenzt, noch so einen kleinen Zaun, einen festen Zaun zu installieren, um dass sie dann auch im Sommer dort öfter auf die Wiese raus können. Das haben wir jetzt im Winter noch vor, denn dort habe ich immer einen Steckzaun. Den kann ich euch dann auch noch schnell zeigen, denn ich habe euch auch noch aufgenommen, wie ich jetzt den Steckzaun wieder gesteckt habe. Nur die schlüpfen leider durch die Maschen des Steckzauns durch und deswegen kann ich sie im Frühling und im Sommer nicht so oft rauslassen, weil sie sonst einfach zu sehr in meinen Gemüsebeeten rumscharren. Und das ist natürlich dann nicht so von Vorteil.
Aber gut, jetzt haben sie erstmal wieder Grünzeug. Ich zeige euch aber gleich, wie der Auslauf schon nach einer Woche wieder aussah. Denn ja, von diesem schönen Grün ist zwar tatsächlich nur eine Woche was da. Und innerhalb von einer Woche haben die das wirklich geschafft, diesen kompletten Auslauf schon wieder nackig zu machen. Kann man mal sehen. Also das ist wirklich heftig. Aber wie gesagt, ich habe jetzt auch schon wieder den Außensteckzaun installiert, denn jetzt über den Winter können Sie gerne auch die Wiese draußen nutzen. Und wenn Sie da mal durch die Maschen schlüpfen, ist das nicht so schlimm, weil wenn Sie jetzt in meine Gemüsebeete gehen, da zerscharren Sie halt höchstens den Mulch oder ein bisschen Gründüngung. Das ist weniger schlimm, wie als wenn Sie mir die frisch ausgesäten Möhren oder rote Beete zerscharren im Frühjahr. Ja, so sieht's aus. Man versucht halt immer irgendwie, das den Tieren so zu machen, dass sie es gut haben. Tja, und die Laufenten, die haben jetzt ihr permanentes Gehege bekommen. Das heißt, die sind ja eigentlich den ganzen Tag bei uns im ganzen Garten aktiv und können überall rumlaufen. Aber wenn man sie doch mal einsperren muss, weil man nicht da ist oder so, dann sind sie hier drin. Und da haben wir jetzt den Zaun fertig gebaut. Das Tor, das ist noch improvisiert, das muss noch fertiggestellt werden und die bekommen auch noch einen größeren Teich im Winter und das Erdbeerbeet, wie ihr hier seht, was hier hin soll, das ist natürlich noch nicht fertig, aber was eine tolle Sache ist, ich kann dann gleich mit dem Wasser aus dem Ententeich dann direkt dieses Beet hier rechts düngen. Das ist der Plan. Und deswegen möchte ich gerne einen erhöhten Teich bauen auf einer Palette, den ich dann mit einem Hahn ablassen kann und wo ich dann direkt mir dieses Wasser, dann dieses dreckige Teichwasser jeden Tag oder alle zwei Tage ablassen kann, entweder direkt ins Beet, direkt an irgendwelche Bäume dran oder eben auf den Kompost. Also da freue ich mich schon drauf und deswegen werden wir hier wahrscheinlich einen kleinen Teich auf einer Palette bauen, wo man, wie gesagt, eben dann das Teichwasser mit einem Hahn ablassen kann, um das dann direkt wieder als Dünger zu verwenden. Da freue ich mich schon drauf und die Enten fühlen sich hier drin wohl. Wie gesagt, normalerweise können sie jederzeit raus, aber wie gesagt, man muss ja auch manchmal weg oder so, hat man einen Termin und da sind sie dann eben hier drin sicher, denke ich, und geschützt. Ja, so sieht's aus. Den drei Damen geht's sehr gut. Tja, und vorher vorübergehend waren sie ja in unserem Kükenstall, die Enten. Und das ist wirklich nur ein reiner Aufzuchtstall, den wir nur benutzen, wenn wir Küken haben, also nur im Frühjahr. Und um den jetzt wieder fit zu machen fürs nächste Frühjahr, habe ich jetzt im Prinzip diesen kleinen Auslauf hier erstmal gelockert. Den haben die Enten ja wirklich komplett auch auf den Kopf gestellt. Und ja, die haben das komplette Gras gefressen und eben dann auch alles mit ihren Plattfüßen platt getrampelt. Und die waren da schon eine Weile auch drin eingesperrt, einfach um sie an die Umgebung zu gewöhnen, erstmal ein paar Tage und so weiter. Und jetzt klappt das alles schon sehr, sehr gut. Die gehen auch alleine abends in ihrem Stall. Also jetzt können wir sie auch schon wirklich ja, durch den ganzen Garten watscheln lassen und die kommen wieder zurück. Genau, und da habe ich den Boden gelockert, alles zur Aussaat vorbereitet und habe dann wieder dieses Landsberger Gemenge eingebracht, sodass dann eine Glucke mit ihren Küken im Frühjahr wieder hier einziehen kann. Und falls ihr euch über die ganzen Waschmaschinentrommeln wundert, die hier rumstehen, die standen dort, weil wir die genau da auch eingebuddelt haben, wieder als Vorratshaltungsmaßnahme für unser Wurzelgemüse haben wir die hier eingebuddelt. Und das zeige ich euch dann wahrscheinlich genauer nochmal im nächsten Video. Und ich habe dazu schon mal ein Video gemacht über diesen Erdkeller, den wir gebaut haben. Wenn euch das näher interessiert, das verlinke ich euch unten in der Videobeschreibung.
Tja, dann bin ich vor dem ersten Frost nochmal durch alle Beete gegangen und habe alle Hokkaido-Kürbisse und andere Kürbisse, Butternut habe ich noch angebaut, habe ich die noch alle abgeerntet. Hier hinten, hier sieht es ziemlich wild aus bei mir. Ganz hinten, da hatte ich eigentlich so einen kleinen Acker angelegt mit Mais und Kürbis und auch Zucchini. Und ein paar Bohnen hatte ich da auch ran gemacht, aber der Mais ist leider gar nichts geworden dieses Jahr. Der ist einfach nur vertrocknet und dann später verrottet durch den Regen dann noch. Aber dafür haben wir dieses Jahr eine richtig reiche Kürbisernte. Also bestimmt 30, 40 Kürbisse haben wir, Hokkaido und Butternut, also richtig schöne Exemplare. Und ich baue nur noch diese Sorten an, weil wir einfach, das sind einfach super Portionsgrößen. Diese Riesenkürbisse, die muss man dann immer sofort gleich verarbeiten. Und so hat man immer, ja, mal eine schöne Portion, so ein Butternut-Kürbis oder so ein Hokkaido-Kürbis für eine Suppe und so weiter. Und man kann die ganz leicht verarbeiten und vor allen Dingen halten die sich richtig lange. Also die Butternut-Kürbisse, die halten sich locker bis in den Mai, Juni im nächsten Jahr. Hokkaido auch teilweise, teilweise auch so bis April, bis März, April und also über den ganzen Winter auf jeden Fall. Wir lagern die trocken und kühl. Und ja, ihr seht das hier, es ist alles voll noch mit Kürbissen. Überall, überall haben die sich durchgeschlängelt. Ich habe auch tatsächlich einfach alle Kürbisse sich ausbreiten lassen. Dort, wo sie wachsen wollten, habe ich sie einfach wachsen lassen und die haben uns sehr viele Früchte geschenkt. Ja, und der rechte Teil dieses neu entstandenen kleinen Küchengemüsegartens sieht schon richtig schön aus, wie ich finde. Ist richtig schön geworden und den linken Teil, der ist noch sehr verwildert. Den werde ich jetzt im Frühjahr, nächstes Frühjahr nochmal angehen und noch weiter gestalten. Den habt ihr gerade gesehen, wo die Kürbisse drin lagen. Der ist noch sehr verwildert, da ist noch viel Arbeit. Aber hier sieht es schon richtig schön aus. Das kleine Hochbeet mit den Steinen und auch hier rechts wunderschön. Das ist so eine Mischung aus Meerkohl da hinten mit Fetthenne kombiniert, dahinter die Taglilie und die Flugenten laufen da schon wieder rum. Deswegen haben wir ja auch den Staketenzaun gezogen, damit eben die Tiere außen auf der Wiese grasen können und hier drin einfach Ruhe ist in dem kleinen Garten. Und wie gesagt, Kombination aus Meerkohl, Aster, Fetthenne, dahinter Taglilie und im Vordergrund noch der Storchschnabel und rechts das kleine Gemüsebeet. Da ist ja der Kohl, der Red Russian Kale, hier nochmal der Storchschnabel zu sehen. Bisschen Petersilie habe ich da noch hingepflanzt, der Red Russian Kale. Den hatte ich ja im August ausgesät, der ist schon richtig schön groß geworden. Das ist hier diese Herbstaussaat, die ich im August mit euch gemacht habe, auch mit den kleinen Zwiebeln. Und ja, was soll ich sagen? Der Rettich, der ist schon so groß geworden, der schwarze Rettich. Super schön finde ich diese Pflanzen, richtig prächtig und kräftig. Also Rettich kann ich euch echt empfehlen. Im August, wenn ihr den August macht, sieht der dann schon so schön groß und kräftig aus. Hier rechts auch noch mal der Red Russian Kale, auch im August ausgesät. Hier der schöne schwarzer, runder Rettich, Winterrettich. Kann man schön Hustensaft draus machen, ganz lecker. Und ja, und Schnittlauch steht hier auch noch, also kleiner Kohlrabi im Hintergrund. Genau, das ist der kleine Küchengemüsegarten. Und hier ist auch wieder eine Maulbeere gepflanzt. Die soll mal richtig schön groß werden und hier ein bisschen für Beschattung sorgen. Die hat komischerweise Blüten bekommen schon. Ja, und darunter habe ich auch wieder einen Storchschnabel am Fuß gepflanzt unter der Maulbeere. Und ja, finde es richtig, richtig schön geworden. Die Rose, die wächst hier sehr, sehr kräftig. Da werde ich noch mal ein bisschen schneiden müssen und die kann dann hoch in den Holunder wachsen. Das ist eine Remblerose. Und sogar die Erdbeere hier, die Ostara, die blüht jetzt noch mal wie verrückt und schiebt noch mal kräftig Früchte nach. Und ja, so sieht das jetzt hier aus. Und wie gesagt, je mehr man nach links kommt, umso wilder wird es. Denn dort ja, haben wir noch
einiges an Arbeit vor uns, aber das wird auch noch sicherlich richtig schön werden. Und da habe ich jetzt diese ganzen Kürbisse aus diesem ganzen Wirrwarr rausgeholt. Die Etagenzwiebel ist auch noch ein super Tipp für Baumscheiben. Die bekommt ja diesen Lauch, diesen Zwiebellauch, den man natürlich auch frisch dann ernten kann. Und da oben an dem Lauch bilden sich dann die Zwiebelchen, der Lauch senkt sich nach unten und die Zwiebelchen wachsen dann dort wieder an. Deswegen heißt er im Englischen auch Walking Onion, also die laufende Zwiebel. Ganz lustig, denn die läuft ja immer durch den Garten. Ihr seht, hier sind schon ein paar kleine Zwiebelchen angewachsen und die kann man sich natürlich dann wieder nehmen, kann die wieder umpflanzen und einen Schwenk nochmal über den Gartenzaun und da sieht man auch schon die Enten. Also das ist richtig schön und ich liebe das auch, wenn ich auf der Terrasse sitze und ich höre dann die Enten, wie sie da rumquaken. Richtig toll. Ja, und dann kommen die ganzen Kürbisse auf die Terrasse. Da habe ich so verschiedene Regale stehen, wo ich auch Früchte trocknen kann, zum Beispiel Zwiebeln trocknen oder eben jetzt hier die Hokkaido-Kürbisse. Die lege ich dann immer gerne nochmal ein, zwei Wochen draußen auf die Terrasse, auf so ein Regal. Und wenn sie dann richtig schön abgereift und getrocknet sind, dann kommen sie rein ins Lager. Das ist eine ganz gute Methode. Tja, so sieht es jetzt in dem kleinen Hochbeet auf der Terrasse aus. Da ernten wir fleißig Salat. Der Bacchieu, der fand es unter meiner Plane ein bisschen zu warm und hat sich gedacht, ich schieße dann schon mal. Ja, der Red Russian Kale, ihr seht es ja hier, super tolle Pflanzen sind das geworden. Da nehme ich mir immer mal ein paar raus und pflanze die in die Folientunnel rein. Und der Bacchieu ist jetzt leider unter der Gewächshausplane schon ein bisschen geschossen. Da ernte ich mir jetzt immer mal die kleinen Pflänzlein raus, die geschossen sind, und pflanze dann schon mal nach. Und da habe ich ja vor ungefähr 3-4 Wochen habe ich noch mal ein bisschen Salat nachgesät und Grünkohl. Und da habe ich noch eine Platte dastehen, wo ich mir immer mal Salate nachpflanzen kann. Hier seht ihr das. Und die sind dann aber hauptsächlich auch für die Folientunnel gedacht. Dann, wenn die Tomaten raus sind und so weiter, da werden dann diese Pflanzen nachgesetzt. Apropos Folientunnel, da bin ich jetzt dran, die ganzen Tomaten, die schon sehr krank sind, alle rauszuholen. So sieht er jetzt im Moment aus. Rechts auf der Seite sind noch sehr viele gesunde Pflanzen, die noch stehen bleiben dürfen. Und links sind schon einige Pflanzen, die eben nicht mehr so gesund sind. Und die schneide ich einfach unten am Boden ab. Die Wurzel bleibt im Boden, gleich als Nahrung fürs Bodenleben. Und dann hole ich die Pflanzen einfach raus. Und bei Pflanzen, wo jetzt noch sehr viel oben dran hängt, zum Beispiel bei der Zuckertraube, da habe ich jetzt ganz einfach nur die ganzen kranken Blätter abgeschnitten und die Früchte lasse ich einfach noch oben dran hängen. Und so behalte ich mir noch ungefähr 5 bis 6 Tomatenpflanzen, dass wir einfach noch im November ein paar essen können. Meistens kann ich bis Dezember ungefähr können wir Tomaten essen. Die dann noch grün sind, die kann man dann auch im Haus noch nachreifen lassen. Allerdings ist es bei uns so, dass wir die dann eher weniger noch essen, weil man merkt das natürlich sehr am Aroma. Nachgereifte Tomaten schmecken einfach nicht. Das ist einfach, also man kann die dann natürlich noch in Suppen oder Soßen mit verarbeiten, aber jetzt so zum Frischverzehr sind die einfach nicht mehr so toll. Eine Tomate braucht einfach wirklich Sonne, die muss sonnengereift sein, am besten noch richtig warm von der Sonne abgenommen und dann direkt von der Pflanze in den Mund. Das ist wirklich das absolute Geschmackserlebnis.
Und deswegen habe ich jetzt wirklich die meisten meiner Pflanzen einfach rausgenommen, weil natürlich jetzt die Sonne einfach fehlt und das Aroma ist nicht mehr so da. Wie gesagt, 5 lasse ich mir noch zum Snacken so stehen, dass wir noch eine Handvoll jeden Tag ernten können und der Rest geht. Und dann wird eben nachgepflanzt und nachgesät. Und das möchte ich euch aber dann auch wieder in den kommenden Videos zeigen, denn das habe ich jetzt einfach noch nicht geschafft. Ich werde dann einfach wieder den Boden lockern, Kompost einbringen und dann kommen meine vorgezogenen Pflänzchen da rein, also Grünkohl, Red Russian Kale, Salate und ein bisschen was werde ich noch aussehen und meine Wintersteckzwiebeln, die kommen dann auch wieder hier in den Folientunnel. Falls es Fragen bestehen, der Folientunnel ist von FVG Folien. Ich bin auch sehr, sehr zufrieden mit dem Folientunnel. Also ich kann euch das nur empfehlen, auch wenn ihr in so einem Klima lebt, wo es vielleicht schwieriger ist, etwas anzubauen, weil es sehr windig ist oder oft sehr trocken ist und so weiter. Dann ist so ein Folientunnel schon was echt Tolles, denn dort kann man wirklich sehr, sehr viel Ernte erzielen und vor allen Dingen, man kann natürlich seine Saison erweitern. Man kann auch jetzt über den Winter anbauen und ich habe es eben ja jetzt auch mit den Wintersteckzwiebeln gemerkt, selbst noch im November gesteckte Zwiebeln, die treiben dann so richtig im März durch. Man hat dann im März schon frischen Zwiebellauch, im April hat man schon frische Lauchzwiebeln und im Mai schon richtig große Gemüsezwiebeln. Also ja, ich kann das nur empfehlen, auch über den Winter anzubauen, wenn ihr ein Gewächshaus habt oder einen Folientunnel, dann ist das wirklich was Tolles. Und natürlich habe ich mir jetzt noch alle reifen Tomaten abgeerntet und habe dann so dahin gewerkelt, habe dann auch mal die Tür nochmal aufgemacht. Ich weiß nicht, wie ihr das seht oder ob ihr das auch so seht. Bei uns geht die Tür hier nach Westen raus und vom Westen kommen ja immer viele starke Winde. Und ich habe immer das Gefühl, dass diese Winde auch sehr viele Krankheiten mitbringen. Und deswegen habe ich mich dafür entschieden, auch im Sommer hier das ziemlich dicht zu machen. Ich habe hier sogar noch eine Plane im Prinzip davor, damit hier so wenig wie möglich Wind reinkommt. Ich habe zwar auch schon eine Windschutzhecke gepflanzt, die ist aber noch nicht so groß, dass die hier schon richtig viel Wind wegnehmen kann. Das dauert also noch, ich schätze mal, 2, 3, 4 Jahre wird es noch dauern, bis die dann richtig dicht ist. Und dann brauche ich auch die zusätzliche Plane nicht mehr unbedingt, aber jetzt auch gerade im Herbst und auch im Winter ist natürlich auch so eine zusätzliche Plane nochmal gut, einfach auch damit nicht so viel Frost gleich reinkommt und damit man eben die Pflanzen noch länger behalten kann. Allerdings ist es natürlich auch wichtig, immer mal durchzulüften wegen der Pilzkrankheiten. Es sind halt alles immer so Vor- und Nachteile und man muss halt immer gucken, beobachten. Ich beobachte wirklich sehr viel meine Pflanzen und lerne eben dadurch sehr viel mit meinem Standort hier und den Pflanzen umzugehen. Tja, die Tomatillos, die habe ich total vergessen und da sind wirklich reichlich Früchte am Boden, die habe ich jetzt noch alle aufgesammelt und habe die Pflanze auch erstmal entsorgt. Die war wirklich komplett hinüber und wie gesagt, ich möchte Platz schaffen, damit ich dann dort auch noch andere Pflanzen einbringen kann. Ihr seht schon den Mangold, den hatte ich ja schon im Frühjahr mit immer mal dazwischen gepflanzt, zwischen die Tomaten. Schon ab Mai habe ich den gepflanzt und jetzt habe ich hier überall schon kräftige Mangoldpflanzen stehen, kann also den ganzen Winter über hier auch Mangold ernten. Und Mangold verwende ich genauso wie Spinat und esse den auch sehr, sehr gern in Aufläufen oder auch in Quiche, schmeckt er sehr, sehr gut. Tja, und wenn ihr ein gutes Rezept habt mit den Tomatillos, denn ich habe die zum ersten Mal angebaut und ich weiß noch nicht so richtig, wie ich die verarbeite. Man kann die natürlich so zu Letscho machen, glaube ich, zu so Soßen und sowas. Also schreibt mir gerne mal was rein, wie ihr Tomatillos verarbeitet, wenn ihr welche habt. Also wir haben hier so gelbe und auch diese lila Tomatillo, die sehen wirklich sehr, sehr gut aus. Und ja, ich freue mich eigentlich, die zu verarbeiten. Also schreibt es mir gerne mal rein, wenn ihr einen Tipp habt. Würde ich mich sehr, sehr drüber freuen.
Dann wollte ich euch noch die Gründüngung zeigen, die, wie ich im letzten Video mit euch ausgesät habe. Das Landsberger Gemenge, das ist schon richtig gut aufgegangen. Ihr seht hier schon, der Klee kommt und auch hier das Gras kommt schon. Also freue ich mich richtig. Ein paar Stellen sind leider drin von unseren Ausbüchshühnern, wo die gescharrt haben, wo jetzt nichts kommt. Hier rechts sieht man das im Bild, da ist eine Scharstelle, da kommt nichts, aber vielleicht wächst das ja auch noch ein bisschen zu mit dann im Winter. Aber der Rest sieht schon mal richtig gut aus und der Mangold steht auch richtig gut da. Also das freut mich sehr, denn wir wollen natürlich, dass die Beete im Winter nicht offen liegen, sondern schön geschützt sind und dass da möglichst auch was wächst und eben ja Wurzeln da sind, denn an den Wurzeln ist das meiste Leben und das wollen wir natürlich unterstützen. Auch die Weißkleewege, die ich ausgesät habe, da kommt schon der Weißklee, freue ich mich auch sehr, denn jetzt über den Winter hat der Zeit, richtig kräftig zu werden. Deswegen sehe ich den lieber im Herbst aus als im Frühjahr, denn im Frühjahr gibt es dann manchmal ab März, April schon wieder Trockenphasen, wo ich dann wieder sehr viel gießen muss und im Moment regnet es regelmäßig und das finde ich richtig gut. Ja. Und dann auch noch der Waldstaudenroggen und der kommt jetzt auch schon richtig gut und das sind richtig starke kleine Pflänzlein. Da bin ich schon richtig gespannt drauf. Tja, und als letzte Arbeit für heute im Garten zeige ich euch nochmal meine Windschutzhecke, über die ich vorhin schon mal ganz kurz gesprochen habe. An der Westseite unseres Grundstücks habe ich eine 100 Meter lange Windschutzhecke gepflanzt aus ganz verschiedenen Sachen, zum Beispiel Hainbuche, Weide, Sanddorn, Ölweiden, Brombeeren, also dornlose Brombeeren und ja, noch vieles andere mehr. Ich habe auch weiter hinten noch ein paar Nadelgehölze mit eingebracht, wie zum Beispiel Nordmanntanne, aber auch ein paar Kiefern und alles Mögliche. Und da wollte ich euch jetzt einfach mal zeigen, wie ich das jetzt im Herbst gerne mache, denn bevor jetzt das Laub runterfällt, ich brauche ja auch Kaninchenfutter, schneide ich jetzt peu à peu meine ganzen Hecken und ernte mir das Laub runter, also ernte mir die Gehölze, die ich für Laubfutter gut verwenden kann. Und natürlich kann man sich auch Laubgebinde machen zum Beispiel und kann die auch trocknen und dann auch im Winter verfüttern. Wenn man zum Beispiel sehr viele Hecken hat, kann man eben diesen Heckenschnitt verwenden und statt Heu diesen Heckenschnitt füttern. Finde ich auch eine super Sache. Aber so weit sind wir noch nicht hier. Das heißt, meine Hecken, die müssen wirklich erstmal so groß werden. Aber jetzt liefern sie mir immerhin noch bis Dezember ungefähr richtig gut Futter für meine Kaninchen. Und ich brauche jetzt noch keine Rüben zu füttern. Also bis Dezember komme ich mit dem Gras und auch mit dem Heckenschnitt sehr gut hin. Man muss natürlich immer genau wissen, was man den Kaninchen verfüttern kann. Das ist ganz klar. Da gibt es eine ganz tolle Website, die heißt Kaninchenwiese und dort gibt es eine riesige Liste an Pflanzen, die für Kaninchen geeignet sind und die weniger geeignet sind. Und da habe ich schon manchmal gestaunt, was da alles drin steht und was man alles verfüttern kann. Auch portionsweise, also nicht ganz so viel, aber auch Hartriegel kann man teilweise mit verfüttern, ein bisschen was und sogar Nussbaum, hätte ich niemals gedacht, dass man da natürlich auch nicht so viel, immer in Maßen, aber was man wirklich in Massen verfüttern kann, das ist zum Beispiel Weide und ich mache jedes Jahr aus meinen bestehenden Weiden immer wieder Weidenstecklinge. Ich habe verschiedene Sorten Weiden gepflanzt. Hier zum Beispiel schneide ich auch gerade noch den Beifuß, der sich bei mir auch überall aussamt. Super, super Futter, auch gegen Parasiten und so weiter. Für die Kaninchen auch sehr gut geeignet. Und ja, und auch Weiden, da experimentiere ich zum Beispiel auch mit verschiedenen Sorten und schaue dann, welche Sorte bei mir besonders gut wächst. Und die vermehre ich dann einfach immer weiter.
Und das liefert mir nicht nur Futter, sondern auch organisches Material. Das heißt, wenn dann die Weiden irgendwann mal so groß sind, dass ich noch mehr ernten kann, kann ich meine eigenen Holzhackschnitzel herstellen. Ich kann meinen eigenen Mulch herstellen. Und ich kann natürlich auch mit dem Heckenschnitt direkt wieder meine Hecken mulchen und wieder praktisch was zuführen, Dünger zuführen, Nahrung zuführen und natürlich auch vor Austrocknung schützen. Und ich finde das einfach super. Und ich liebe einfach da die Hainbuche, weil die richtig schön dicht macht. Das ist eine einheimische Hecke. Da können sich auch Vögel mal drin verstecken. Das Laub, das fällt teilweise dann runter, ergibt wieder einen richtig schönen Boden, der dann dadurch entsteht. Und sie ist eben sehr gut schnittverträglich, man kann sie richtig gut schneiden, sie ist winddicht und sie hält teilweise auch das Laub noch im Winter und es fällt dann teilweise erst im Frühjahr runter, sodass sie auch im Winter noch schützt. Und hier zum Beispiel immer zwischendrin sämt sich mal was aus, wie zum Beispiel hier diesen Baum, den ich gerade hatte, den habe ich einfach stehen lassen. Und so entwickelt sich diese Hecke auch über die Zeit. Manchmal sind noch ein paar Lücken drin, da pflanze ich dann nochmal eine Hainbuche nach. Oder auch Feldahorn habe ich teilweise gepflanzt. Hier steht jetzt noch ein bisschen was von meinem Gewürzfenchel, Teefenchel, den ich auch immer mehr verbreite überall in meinem Garten. Dann kann ich mir da auch noch ein bisschen was mit abernten. Und so gehe ich jeden Abend einfach rum. Einfach an eine Stelle, wo es mich gerade hinzieht und dann schnippel ich da ein bisschen rum und ernte mir da eben Futter und das ist für mich so total meditativ. Ich mache das richtig gerne und schaut mal in so einer kurzen Zeit, was ich da jetzt hier alles schon wieder geerntet habe und das ist alles Kaninchenfutter. Also richtig toll. Ich liebe das einfach. Natürlich auch, wenn man Ziegen hat, Schafe hat, könnte man sowas alles mit verfüttern. Tja, und hier am Zaun hatte ich noch so eine Waldrebe gepflanzt. Leider weiß ich den Sortennamen nicht mehr. Wenn ihr denn wisst, schreibt den gern mal rein. Ich liebe diese Sorte. Ich möchte mir da auf jeden Fall noch Ableger davon machen und werde den auch noch weiter vorne ans Haus mit pflanzen, weil ich die so schön finde. Das ist eine richtig tolle, hübsche Waldrebe. Ja, und die wächst hier in der Hainbuche mit in der Hecke drin, nur hier hinten habe ich einfach nicht so viel von ihr, deswegen möchte ich sie weiter mit vorne rein machen. Dann habe ich mir auch noch ein bisschen Mangold gleich noch mitgenommen für die Kaninchen. Ich habe überall noch Mangold im Beet stehen, größtenteils welche, der sich selber ausgesamt hat. Und da ernte ich mir einfach die äußeren Blätter noch ein bisschen mit ab. Und so, wie gesagt, gehe ich jeden Abend durch die Reihen, durch die Beete und ernte mir das Kaninchenfutter von da. Ich hatte ja lange überlegt, ob ich eine Hainbuchenhecke mache oder ein Feldahorn. Und ich hatte mir auch ein paar Feldahornpflanzen mal mit zu den Hainbuchenpflanzen dazu bestellt. Bin aber jetzt froh, dass ich bei den Hainbuchen geblieben bin. Die sind wirklich robuster für uns hier. Und der Feldahorn, der hat lange Zeit rumgemickert, war sehr, sehr klein geblieben. Der braucht anscheinend wirklich ein bisschen mehr Wasser. Zumindest habe ich hier das Gefühl. Und jetzt so nach dem zweiten, dritten Jahr fängt er endlich an mal zu wachsen und ein bisschen mehr in die Vollen zu gehen. Und hier bei meiner Mispel, da muss ich auch immer regelmäßig gut schneiden. Die wächst auch sehr, sehr stark und wird sehr buschig. Und die hat normalerweise auch extrem viele Früchte. Dieses Jahr durch den Spätfrost haben wir nur 2-3 Früchte drauf. Aber sonst hat die auch immer richtig viele Früchte und da schneide ich dann auch immer mal gerade aus der Krone was raus. Und auch so, dass ich eben da auch noch gut im Beet arbeiten kann. Und da schneide ich einfach immer mal einen Ast raus und das kriegen ja auch alles die Kaninchen. Also ihr seht, ja, man kann eben nicht nur von den Gemüsebeeten ernten, sondern es gibt noch eine Vielzahl mehr an Kräutern und Sträuchern und Bäumen, die mich immer mehr begeistern.
Ja, und ich werde mir in den kommenden Tagen noch ein paar Tagetesblüten ernten. Ich mag die total gern. Und die duften so leicht, ganz leicht, so ein bisschen nach Orange. Und ich habe mir jetzt überlegt, ich werde die einfach zu Tee mitmachen, denn ich habe hier noch sehr viele Blüten dran, die noch richtig frisch sind. Und da werde ich mir einfach ein paar ernten für Tee, die werde ich trocknen. Ich habe nochmal nachgelesen, ich bin mir tatsächlich nicht sicher, ob man alle Sorten auch essen kann, alle Tagetes-Sorten. Einige sind auch sehr bitter. Ich habe meine Sorte hier mal gekostet und die ist leicht bitter, aber es geht. Und ich werde die jetzt einfach zu Tee trocknen. Wenn ihr da noch ein bisschen mehr Erfahrung zu Tagetes habt, könnt ihr mir das natürlich auch sehr, sehr gerne in die Kommentare schreiben, ob man alle Sorten verwenden kann oder nur bestimmte Sorten. Beim Gewürztagetes bin ich mir ganz sicher, dass der als Tee sehr gut geeignet ist. Den mögen wir sehr gern. Aber ich werde das jetzt einfach hier auch mit diesem Tagetes mal probieren. Und ja, total toll. Diese Pracht hier finde ich richtig schön. Zum Schluss noch mal einen ganz kurzen Schwenk zu den Katzen. Die machen sich immer, immer besser. Ich bin wirklich sehr froh. Ganz klasse. Das Fell ist auch richtig weich geworden, nicht mehr struppig. Also denen geht es richtig gut. Die erkunden die Welt. Und die wohnen immer noch mit ihrer Mama zusammen. Da gibt es eine Neuigkeit, denn sie ist jetzt sterilisiert. Wir haben sie vor 2 Tagen sterilisieren lassen. Und deswegen müssen wir sie jetzt noch 2-3 Tage von den Kleinen getrennt halten, damit die Kleinen nicht so an den Bauch rangehen. Aber trotzdem möchte ich ihnen ihre Mama nicht vorenthalten. Deswegen gehe ich mit ihnen zusammen 2-3 Mal am Tag zu Mama gucken. Da können sie mit Mama schmusen und schnorren und können Mama Hallo sagen. Und dann kann ich in der Zeit aufpassen, dass sie nicht an den Bauch gehen. Und dann werden sie wieder separiert. Aber die Kleinen sind ja zusammen. Und nach 3 Tagen kann ich dann auch Mama und die Kleinen wieder zusammenlassen. Und dann werde ich eben ganz langsam, peu à peu, auch die Mama dann wieder an draußen gewöhnen. Mal schauen, ob sie sich gleich vom Acker macht oder ob sie noch eine Weile bei uns bleibt. Ich stelle ihr dann immer Futter raus und schaue einfach, ob sie weiterhin noch Zeit mit ihren Jungen verbringen will, ob sie rein will wieder zu uns oder nicht. Werden wir dann alles sehen. Aber versorgen tue ich sie auf jeden Fall noch mit. Und ich würde wirklich am liebsten gern alle 3 Jungtiere gern behalten, aber die Futterkosten sind natürlich nicht ohne. An der Stelle nochmal vielen Dank für die Spende, Andrea. Vielen Dank für die vielen Spenden, die ich auch schon vor ein paar Wochen erhalten habe, für die Kleinen, Futter und Katzentoilette und Tierarztkosten und so weiter. Herzlichen Dank, hat uns wirklich sehr, sehr viel geholfen. Herzlichen Dank dafür nochmal. Und mal schauen, ob wir noch ein schönes Zuhause finden. Bisher hat sich noch keiner gemeldet für die beiden Kleinen. Aber wir lassen uns da auch Zeit und wir merken auch, dass die sich echt noch gegenseitig brauchen. Ja, Lieben, und es wird jetzt immer kälter und es wird jetzt ja eine richtig schöne Zeit, um seine Ernte zu genießen, die man so über das ganze Jahr hier herangeschafft hat und ein bisschen mehr zur Ruhe zu kommen.
Und ich möchte mich jetzt noch mal recht herzlich bedanken bei der lieben Andrea für die reiche Spende, für die Katzen. Herzlichen Dank. Ich bin auch sehr froh, dass das alles so gut geklappt hat jetzt. Und ja, wir gucken jetzt, wie es weitergeht. Ich freue mich drüber. Und auch mit der Taube, die wir dann auch wahrscheinlich bald entlassen werden. Die wird jetzt auch immer wilder in dem Sinne. Sie lässt sich nicht mehr so gerne hochnehmen. Und das finde ich auch wirklich gut so. Denn wir wollen sie ja schon gerne wieder auswildern, damit sie ihre Freiheit hat. Und wenn sie wieder zurückkommt, ist es auch okay. Dann bekommt sie bei uns immer Futter. Wir haben auch schon überlegt, ob wir draußen noch eine kleine Voliere bauen, damit sie vielleicht auch dort immer einen Rückzugsort hat, wenn sie das möchte. Und ansonsten kann sie immer wieder rausfliegen oder eben auch drin sein, je nachdem. Das haben wir auf dem Schirm, das wissen wir noch nicht genau. Wir haben jetzt erstmal so einen größeren Käfig uns ausgeliehen, so einen Geflügel- oder so einen Papageienkäfig von Bekannten. Und den wollen wir jetzt immer mal rausstellen auf die Terrasse, sodass sie sich schon draußen an alles gewöhnen kann und auch an die Temperaturen. Denn es ist ja auch wichtig, dass sich die Tiere jetzt an die Temperaturen gewöhnen, die jetzt ja immer weiter runtergehen und ihr Winterfell dann auch entwickeln. Ja, genau. Also das sind alles noch so Sachen, an denen wir jetzt arbeiten sozusagen und wo wir jetzt schauen, wie wir die Tiere jetzt am besten wieder entlassen können, zumindest die Taube. Und die Katzen gewöhnen wir natürlich auch immer mehr an draußen, sodass sie auch, aber die sind halt einfach ja auch noch klein, ne? Und die brauchen ja auch noch viel Wärme und so, und das ist ganz klar. Also herzlichen Dank nochmal, liebe Andrea, wollte ich sagen, für die reichhaltige Spende, und herzlichen Dank auch für alle anderen, die meinen Kanal unterstützen, für die Kanalmitglieder, aber auch für eure Spenden, für die Tiere und natürlich auch für unsere Arbeit. Und der Kalender ist in der Mache. Das heißt, an dem arbeite ich jetzt jeden Tag fleißig. Und den wird es auch bald geben. Am 1. November, da werde ich wieder alles online stellen. Mein neues Saatgut und auch den neuen Kalender. Und ich hoffe, ihr freut euch darauf. Ich freue mich schon sehr. Es wird ja dieses Mal um die Bepflanzung von Baumscheiben gehen im Kalender. Und jetzt danke ich euch wieder herzlich für eure tollen Kommentare, die ich immer finde unter meinem Video. Und bedanke mich einfach fürs Zuschauen. Bis zur nächsten Woche und bis später. Oh.